Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Ausgabe von Hasenscales im Standard mit Siebert. Ich habe, wie versprochen, die Monogrün-Agro-Netliste, die ich letztes Mal kurz angetestet habe, mit meiner ursprünglichen Hasenscales aka plus 1 plus 1 Counter-Action-Liste zusammengeführt. Ich habe mir genau genommen abgeguckt, dass Mutate-Kreaturen ziemlich cool sind. Wenn der Stonecold Serpent beinahe jeder Größe, sogar schon als Einmana 1-1-Kreatur, ist mit Turn 3 Gemraiser drauf, einfach total cool. Außerdem ist der Effekt, dass Gemraiser beim Spiel kommt, beziehungsweise beim Mutieren einen Disenchant-Effekt wirft, durchaus relevant. Momentan laufen total viele Adventure-Decks rum und dieses Lucky Clover beseitigen zu können, schon in Runde 3, ist wirklich wichtig. Weil mir Mutate so gut gefällt, habe ich auch direkt nochmal zwei Migratory Greatons dazu getan, sodass es insgesamt sechs Mutator gibt, die man auf die kleinen Viecher drauflegen kann. Und das Mana-Smooth durchzuziehen mit dem Greathorn, das vierte Land zu holen oder auch zum Beispiel mit einer Gilded Goose, wenn man zwei Länder hat, das Greathorn drauf mutieren, um das dritte Land safe zu haben, womit man dann beinahe alles casten kann. Das fühlt sich nach einer guten Idee an. Außerdem war ein Problem standardmäßig zu geringe Interaktion. Deswegen habe ich mir auch aus der Netliste abgeguckt, Ram Through zu spielen, was halt einfach ein gutes, schnelles Removal ist, womit man legt man Turn 1 eine 1-1 Serpent zum Beispiel oder eine Swarm Shambler auch schon früher eine Lotus Cobra beseitigen kann, was ich sehr gut finde. Außerdem habe ich noch zwei Primal Might reingetan, einfach um noch mehr Removal-Möglichkeiten zu haben. Genau wie Ram Through hat das ansonsten aber keine großen Synergien mit unserem Deck, deswegen erstmal nur zwei, weil es tendenziell auch, weil das Fight und nicht Deal Damage ist wie Ram Through, macht das mehr Sinn für mehr Mana. Kann dann natürlich auch total eskalieren, weil es ein Pumpspell natürlich auch noch mitbringt. Aber ja, testweise erstmal zwei. Bisher. Mit den Testspielen, die ich gemacht habe, konnte ich leider die alten Probleme nicht wirklich eliminieren. Also Rakdos Midrange fühlt sich nach einem gruseligen Match an. Ich glaube, ich habe bisher ein Spiel dagegen gewonnen. Und das Hauptproblem sind da die 2-1 Death Touch schwarzen Zombie-Mehrvölker, weil dagegen angreifen einfach überhaupt keinen Spaß macht. Durch Ram Through ist es jetzt ein bisschen besser geworden, aber schön ist das nicht, gegen diese Death Touch-Würste zu spielen. Ansonsten, ja, Kontrolle ist auch tendenziell unschön. Wenn es zu viel Spot Removal plus Mass Removal plus Counter hat, dann kriegt man einfach kein eskalatives Board aufgebaut. Und das macht dieses Deck auf jeden Fall schlechter. Wenn ich das gerade richtig einschätze, ist Kontrolle aber eh nicht so super gut. Und man spielt meistens gegen Rogues, wogegen man okay Chancen hat. Man spielt gegen Omnath, wogegen man auch okay Chancen hat, schnell genug zu sein. Aber das Deck hier ist trotzdem eher ein Spaßhaufen als ein reales Metadeck, so wie es jetzt gebaut ist. Aber nichtsdestoweniger schauen wir uns nochmal an, wie viel Spaß wir denn haben können mit den plus 1 plus 1 Countern und machen nochmal ein paar Testspiele. Das bei der Deckauswahl schon gesehen. Das nächste Standardprojekt wird höchstwahrscheinlich etwas mit Rogues zu tun haben. Einem Deck, was mir bisher sehr zusagt und was seit dem Uroban auf jeden Fall sich auch durchaus viable anfühlt. Und auch sehr viel gespielt wird. Also ich glaube, das ist alles kein Zufall. Es kann natürlich auch mal sein, dass Decks einfach nur viel gespielt werden, weil Leute sie sweet finden, so wie ich. Aber vielleicht hat es tatsächlich auch eine Berechtigung. So, wir sind on the play. Das ist schön. Das heißt, wir haben jetzt schon die Entscheidung zwischen Mana oder Keksen. Ich würde da, glaube ich, im Vakuum zunächst mal das Mana machen. Nächste Runde gäbe es dann schon die Möglichkeit, Scourge für x gleich 1 plus Shambler zu legen. Wir spielen wahrscheinlich gegen Omnath. Wir haben ganz schön viel Ram Through. Wir spielen den Wildwood Scourge und wir spielen auch den Shambler aus.
hoffen so ein bisschen, dass unser Gegner jetzt Lotus Cobra macht, denn unsere Hand kann nicht viel, aber wenn sie eins kann, im Moment ist es Lotus Cobras beseitigen. Okay, vielleicht sind wir doch nicht, stehen wir doch nicht Omnath gegenüber, sondern in Wirklichkeit Rot-Grün Landfall oder, naja, whatever Color Landfall. So, dann ist jetzt mal an der Zeit, den Swarm Shambler zu wachsen. Fester wachsen zu lassen. Ich weiß nicht, ob der sich wachsen lässt. Und die Wildwood Scourge damit direkt mitzupumpen. Das ist plötzlich eine richtig gute Ability, wenn da drauf steht, ein Mana Tap, legt eine 1-1 Counter auf zwei Kreaturen. Kann man durchaus mal machen. Unser Gegner morpht sich jetzt in Landfall Kontrolle. Was hochgradig spannend ist. Ich glaube, das ändert aber alles nichts daran, dass ich den Ooze Pre-Combat versuchen muss, weil seine Plus-Counter ja auch direkten Einfluss auf den Wildwood Scourge hat. Wonach wir dann angreifen können. Gegner macht einfach nichts. Okay. Das ist vermutlich schlecht für ihn. Er ist quasi einen ganzen Turn geskippt. Spielt jetzt weitere Draft Uncommons. Ich glaube, wir haben gute Karten hier. Ich block nicht. Nope. Ist das einfach schon Liefel? Ich glaube, das ist einfach schon Liefel, oder? Das ist sowas von Liefel. Ja. Das war jetzt eher ein Goldfischspiel. Unser Gegner hat halt vier Länder und zwei Landfall gefühlte Draft-Uncommons hingelegt. Dafür ist unser Deck dann doch noch gut genug. Sowas schlagen wir doch recht konstant. Problematisch ist, wenn die Gegner mit uns interagieren. Gucken wir mal, wo das so hinführt. On the play ist diese Hand, glaube ich, bedenkenlos haltbar. Wir haben Swarm Shambler und Ramthrough. Wir haben bisher keinen weiteren Plan für Runde 2. Aber dafür gute Pläne für Runde 3. Update. Wir haben einen Plan. Wir beseitigen den Echo im Hellhound. Das spart uns im Verlauf des Spiels bestimmt 2 bis 6 Damage. Und da wir sonst Runde 2 eh nichts zu tun haben, im späteren Verlauf aber schon. Machen wir das mal so. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder Yorvo zu spielen oder das Greathorn zu mutieren. Und ich glaube, ich finde Yorvo besser. Was mich zu der Idee bringt, dass wir hier mal angreifen können. Mutieren wir das Greathorn, gibt es die Möglichkeit, dass er in Response den Typen da abstellt. Dann hätten wir das Greathorn einfach so auf dem Feld, aber den Mutate-Trigger nicht. Oh, unser Gegner frittiert jetzt gerade ganz gut. Hat zwei Shocks drauf gespielt. Das wiederum hat zweimal den Swarm-Shambler getriggert. Dadurch ist Yorvo jetzt einfach 6-6 geworden, weil zwei Insekten reingekommen sind, was grüne Kreaturen sind. Das war der schnellste Conceit, den ich je erlebt habe. Gut, ja. Hat unser Gegner nicht gewusst, weiß er jetzt. Weiter ein Text. Okay, Zusammenfassung nach zwei Spielen. Wenn unsere Gegner nichts machen oder wenn unsere Gegner dumme Sachen machen, dann geht's ganz gut. Ja. Also ja, ich kann auf jeden Fall dieses Deck hier total empfehlen für die unteren Ränge auf Arena. Es macht total Bock zu zocken, aber es gibt halt auch Spiele, wo man dann doch gerne Gebrauch von dem Concede-Button macht, weil einfach abzusehen ist, dass da einfach kein Spaß mehr in Aussicht ist. Diese Hand müssen wir, glaube ich, mal liegen. Wir haben genau kein Permanent für die ersten zwei Runden, was kein Permanent ist, und das geht einfach. Was kein Land ist, und das geht nicht.
Außerdem drei Karten, die nur was tun mit Kreaturen. Also, das ist eine Katastrophe, die geht überhaupt nicht. Das kann irgendwie gekippt werden. Wahrscheinlich müssen wir ein Land. Streng genommen ist der zweite Forest schlechter als Castle Garenbrig. Wir machen das mal so. Ah ja, ein Geistesverwandter. Wir legen einen Forest. Und machen erstmal nichts weiter. Okay, scheint eher die klassische Variante mit Lovestruck Beast zu sein. Das bedeutet, dass er auch Ram Through spielt. Das könnten schlechte Nachrichten für Wildborn Preserver sein. Ich meine für Wildwood Scourge. Wir werden jetzt erstmal den Turn passen und vielleicht mit dem Wildborn Preserver in seinem Combat was ambushen können. Und dann mal nächste Runde gucken, was so geht. Genau genommen wäre es sogar richtig sweet, den 1-1er zu ambushen. Er spielt nichts, er hat es wohl gerochen, dass da was im Busch ist. So, das ändert natürlich nichts daran, dass wir diese Kreatur jetzt ausspielen. Außerdem spielen wir den jetzt für x gleich 1. Was wiederum den Wildborn Preserver auslöst, wo wir dann nochmal 1 reinzahlen. Dadurch kriegt er eine Marke, dadurch kriegt der Scorch wieder eine Marke. Das ist alles ganz wundervoll, bis auf das unser Gegner leider auch Board hat. Gewalttätiges Land. Glaube, das habe ich mittlerweile aus der Liste gekartet, weil es einfach, wenn ich jemals auf 7 Mana gekommen bin, war das ein Spiel, was ich eh nicht mehr gewinnen konnte. Und da spiele ich lieber Forests als Länder, die mir 3 Schaden geben. Man spielt ja schließlich auch mal gegen Rot. Vielleicht ist das eine zu vereinfachte Sicht der Dinge, aber mir hat die Karte bisher überhaupt nicht gefallen. So, das alles wird hier nicht besser auf dem Board. Ich kann mir vorstellen, dass wir in näherer Zukunft Mana brauchen. Und ich möchte den Ooze, glaube ich, online haben. Der darf sich selbst eine Marke geben. Das kann ich leider nicht. Ja, und unser Gegner ist immer noch besser auf dem Board als wir. Vor allen Dingen, wenn er jetzt gleich ein Removal auspackt, wird das ganz, ganz hässlich. Ja, Lovestruck Beast ist schon eine Wucht für grüne Agro-Decks. Das gehört schon eigentlich auch in dieses Deck rein. Aber ja, dann, wenn man das reintut, dann ist, glaube ich, die kritische Menge an Plus-Counter-Kreaturen unterschritten und dann ist man halt einfach wieder die Monogrün-Agro-Netliste. Die anscheinend, also keine Ahnung, hat unser Gegner auch die Liste einfach nur kopiert. Und hat deswegen Scavenging Ooze drin. Ich bin mir, also ich finde den wirklich im derzeitigen Meta überhaupt nicht gut. Ich finde da den Wildborn Preserver deutlich attraktiver. So. Immerhin respektiert unser Gegner die Explosivität von Oran Reef Ooze. Ich denke mal, an dieser Stelle wird einfach ein Yorvo
aufs Feld gebracht. Und dann zahlen wir da nochmal rein. Wie im letzten Video angedeutet, ist der Wildbone Preserver im Gegensatz zum Ooze allerdings nicht mit Castle Garen Brick bezahlbar, weil es eine Triggered Ability ist und keine Activated Ability. Das wäre ein Argument dagegen, aber allzu oft kommt das auch nicht vor, dass man hier unbedingt Castle Garen Brick Mana für den Wildbone Preserver benutzen muss. Ist meistens auch gut genug so. Das Attraktive an dem Preserver ist, dass er Flash und Reach hat. Das ist einfach sehr relevante Keywords, besonders wenn man gegen Kontrolle oder Rogues oder sowas spielt. So, das finde ich durchaus gut. An dieser Stelle machen wir das wie folgt. Wir bezahlen nur 1 für den Wildborn Preserver und dann gleich für die Gilded Goose nochmal, weil das sind dann zwei separate Instanzen von Psionscourt, sodass der Wildwood-Squatch davon dann zweimal profitiert. Und der Wildborn Preserver ist eh schon groß genug, da müssen wir jetzt nicht auf Teufel komm raus. Nicht, dass der Wildwood Scotch nicht auch groß genug wäre, aber zu langsam können wir uns dann auch mal mit der Idee von Angreifen anfreunden. Vielleicht warten wir damit aber noch eine Runde, weil er hat offenes Mana, hat auch reichlich Power Toughness. Und wir können nächste Runde den Wildwood Scourge mit Gemraiser Trample geben und haben dann einen 14-14 Trample, der nochmal Plusmarken von der großen Ooze-Eskalation kriegt. Ich glaube, so viel Sweetness müssen wir uns noch gönnen. Hätte vielleicht auch schon angreifen können jetzt, weil entweder jumpt der oder er tradet halt ganz gut. Ein weiterer arbeitsloser Ooze. Oh, Primal Might gibt die Trample. Das ist ein Cast, nicht wahr? Das heißt, wenn ich mit dem Garen Brick über das Food-Dings Mana machte, hätte ich jetzt 7 Mana. Ne, 6 Mana. Das ist aber auch gar nicht furchtbar relevant. Ich mutiere auf jeden Fall jetzt einen Gemraiser auf diese Kreatur. Over. Dann spiele ich auch noch. Oh, ich könnte instantaneously. Ich glaube, das ist over the top, das machen wir nicht. Und dann gehen wir unseren Gegner mal ein kleines bisschen beschäftigen. Prognose, wenn der Gemraiser jetzt nicht ein schlimmes Schicksal ereilt, reicht das. 19, 19, 19 Trample und weitere Damage, die sich da reindrehen. Ach, dieser Wildwood Scourge. Wildwood Scourge ist einfach ein Dämonengrün plus Counterdeck, der absolute Partygarant. Da geht wirklich eine ganze Menge. So, dann gucken wir uns mal noch zwei, drei Testspiele an. Also bisher lief das alles sehr, sehr lucky für uns. Und
vielleicht kriegen wir jetzt noch in ein paar Testspielen nochmal die Schattenseiten präsentiert, weil ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass das voll das Pimp Master 3000 Deck ist. Ist ein cooles Deck, aber es hat definitiv seine Schattenseiten. Und mal gucken, ob wir den noch zu sehen bekommen. Die Hand hier ist erstmal gut. Ganz Runde 1. Kann so schlecht nicht sein. So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, den ich eben bei der Preview mal angesprochen habe. Ich möchte mir ganz dringend das Ei in ein dauerhaftes Land verwandeln und nebenbei eine 3-4 fliegende Gans produzieren. Die hat jetzt sogar Mana-Kosten 4, ne? Das heißt, man kann die nicht mal eliminaten. Das ist großartig. Dann. Die Fähigkeiten hat sie auch noch, ne? Bisschen her, dass ich mich intensiv mit Mutate beschäftigt habe. Das sollte ich für dieses Standard-Invitation vielleicht nochmal tun. An dieser Stelle wird, glaube ich, nicht mutiert. Könnte man halt nochmal ein Basic Land suchen. Aber der Zuwachs in Größe wäre eher überschaubar. Deswegen gehe ich hier einfach angreifen und lege danach einen Wildwood Scorch für x gleich 3. Scavenger. Jo. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen Ramthrough und Primal Might. Deathtoucher Fighten ist nämlich gar nicht so cool. Dem Deathtoucher Damage dealen hingegen. Hat er getrampelt? Das hätten wir mal vorher checken können. Haben aber beide keinen Trampel. Ist er mono-schwarz oder ist er ein Rogue-Deck, was kein Blau zieht? Abstimmung jetzt offen. Schicken Sie bitte eine SMS an folgende Nummer. Okay, wer hatte mono-schwarz? Black Bloom Rogue, ne? Ehrlich gesagt könnte es immer noch beides sein. An dieser Stelle werde ich auch einfach mal. Obwohl der ist eh kleiner als die Polizei erlaubt, ne? Wenn er irgendeinen schlimmen Trick spielen sollte, ist auch Primal Might blöd. Ich glaube, es ist tatsächlich an der Stelle sinnvoll, das so zu machen. Jorvo möglicherweise sogar kämpfen zu lassen für x gleich 0. Der schon mal beseitigt ist. Ja, ich glaube, das ist richtig. Pay x gleich 0. Confirm 0. Target Creature, Target Creature, bam. Dann sollte er ein Mars Removal zünden. Oder conceden. Okay. Interesting. Es wirkt so, als wären die Gegner auf Gold schlechter als die Gegner auf Silber. Aber das ist natürlich keine sinnvolle Sample Size, von der wir hier sprechen. Uhu, Dinge. Free Stuff. Free Mythics. Uah! Nahiri. Ich glaube nicht, dass die irgendeine tiefere Anwendbarkeit hat. Hat ein hübsches Schwert. Muss man hier lassen. Nun gut. Ja, bisher ist das hier eigentlich immer noch der große Goldfisch-Modus. Zwei Forests, zwei Gänse, Mutate Stuff, das sieht okay aus. Ich sehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn unser Gegner keinen Schock spielt, nächste Runde Great Horn zu machen. Genau, man könnte jetzt auch in Ooze casten, allerdings habe ich lieber mein Food Token in Safes Mana verwandelt, meine Gänse in einen 3-4 Flieger und
Freue mich des Lebens. Dieses Greyhound macht wirklich beeindruckende Dinge. Dafür, dass es eigentlich nur so ein B-Plan in diesem Deck war. So, wir spielen gegen Schwarz-Blau. Das heißt, wir müssen mindestens mit Flash-Kreaturen, vielleicht auch mit Removal oder Counterspells rechnen. Ich werde aus diesem Grund erstmal 3 Schaden in der Luft reinschieben. Nach dem Kampf würde ich jetzt fast gerne Go sagen und einen Wildborn Preserver flashen. Problem ist, wir haben keinen Wildborn Preserver. Wir könnten jetzt versuchen, den Ooze aufs Feld zu kriegen. Ich bin allerdings sehr skeptisch, ob der resolved und wenn er resolved, ob er überlebt. Die B-Möglichkeit ist, dass wir gucken, ob er mit einer Goose interagieren möchte und dann Ramthrough offen haben, um seine gegebenenfalls vorhandenen Flash-Kreaturen abzurüsten. Das ist eine sehr vorsichtige Line, aber es ist jetzt nicht so, dass wir endlos viele Karten auf der Hand hätten. Brazen Borrower. Jo. Ja, mit Zeug auf der Hand. Dann wäre es vermutlich besser gewesen, den Ooze zu spielen. Da hätten wir jetzt noch irgendwas auf dem Feld wenigstens. So, 4 Mana, 5 Mana mit dem Ding zusammen. Könnten jetzt einfach stumpf nochmal das Greathorn auf die nächste Gans spielen. Weil warum nicht? Unser Gegner hat das Land mit der schwarzen Seite gelegt, obwohl er Brazen Borrower im Adventure hat. Das ist ein recht starkes Indiz, dass unser Gegner den 3-2 Flash-Typen Slither Wisp oder wie es heißt hat. Wenn wir also das Greathorn darauf mutierten, bekämen wir ein weiteres Land. Ich glaube, das ist erstmal ein guter Anfang. Na dann die ganzen Respawns beseitigen möchte, ist das wohl okay. Wenn er das nicht tut, kriegen wir ein Land ins Spiel. Und ich tendiere allerdings dazu, nicht anzugreifen. Weil wenn er den sehr offensichtlich angeteaserten 3-2 Flash Dude spielt, möchte ich gerne das Mana aus dem Food Token rausholen, um besagten Dude noch jetzt durch Ramthrough zu beseitigen. Weil, wenn der einmal online ist, dann ist das alles relativ umständlich. Dann hat er halt mächtige Boardpräsenz und kann sich noch mehr zurücklehnen, weil jede Flash-Kreatur total viel Value macht. Und das ist etwas, was ich gerade nicht gutheißen kann. Was nun? Wir können Gans, Shambler und einen 3-Drop legen. Und wir können für 3 angreifen. Spielt man sowas wie Anti-Cognition? Wenn ja, wäre es wohl gut, den Ooze als erstes zu legen. Dann spielen wir die bekannte Gans hinterher. Da er nicht interagiert, wird er vermutlich dann den Brazen Bee reinbringen. Oder den und den Brazen Bee, das geht natürlich auch. Garten im Grave, das ist im Moment noch überschaubar. Fairy Wendel. Okay. Ja, ist auch ein Rogue.
Raisin V brauchen wir an der Stelle, glaube ich, nicht blocken. So, was machen wir hier? Ich glaube, es ist an der Zeit, den Gem Razor irgendwo hin zu tun. Ich würde vorschlagen, den auf die Gans. Damit auch die attacken kann. Nee, ich glaube, ich finde das auf den Swarm Shambler besser. Er versinkt schon mal nicht im Loch. Das ist schön. Jetzt können wir. Alles bis auf die Gans reinschicken. Drown in the Loch. Muss ich da in Response handgreiflich werden? Ich glaube nicht. Wir haben jetzt 7 Karten im Grave, das heißt, der da wird gleich 3-2 Death Touch. Das könnte ein Problem werden. Hat er nicht Flash? Ah, sie hat Flash. Das ist natürlich ein Argument für sie. Ich glaube, ich möchte jetzt dieses Ding beseitigen. Ist zwar charmant, dass Ramthrow ein Instant ist, aber ich sehe halt das Problem, dass jedes Removal und jeder Counterspell mit diesem Ding interagiert, sobald er wieder dran ist. Und das wäre ja doch irgendwie ein bisschen überflüssig. Ja, das, der kann nur Flieger blocken, jo, das ist natürlich problematisch. Das ist problematisch. Allerdings müssen wir jetzt auch konstatieren. Ah, der Gem Razor hat Reach. Verdammt. Das ist natürlich blöd. Warum hat denn der Reach? Was soll denn das? Sonst hätte man einfach gewinnen können hier, aber so nicht. Tja, ich fürchte, da muss der Rest dann beseitigt werden. Wir können ja erstmal noch ganz gut jumpen, wenn er angreift. Ist der Gem Razor einfach weg? Vielleicht muss auch einfach der Gem Razor weg. Also, solange der da liegt, können wir eh nicht angreifen. Ja, schon recht hässlich. Ja, ich denke, wir müssen das machen. Für 3 sollte reichen. Da gegen da. Zu sehr unter
Zeit, wo ich hätte natürlich eins mehr bezahlen müssen. Damit er den Flieger auch unbedingt blocken muss. Wenn er eh so blockt, ist alles gut. Ich wollte nach dem Kampf gerne noch die Stone Cold Serpent haben, weil die mit Protection from Multicolor ein super Blocker gegen Zeresan ist. Er hat den Brazenborough, um auf jeden Fall einen Blocker zu beseitigen. Aber er hat ihn nicht, um zwei zu beseitigen. So, der ist natürlich jetzt ganz schön hässlich. Er kann jetzt das Spiel alleine rumreißen. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Immerhin tradet er mit dem, er tradet auch mit dem und er tradet auch mit dem, weil wegen Use. Er kriegt 5 Leben dabei. Boah, das ist echt hässlich. In meinen derzeitigen Rogue-Builds spiele ich den gar nicht Mainboard. Halt nicht Flash hat und sehr anfällig ist, aber im Matchup gegen Monogrün mit wenig Removal und großen Kreaturen ist der schon eine ziemliche Bank. Das ist erstmal ein okayer Trade für mich. Jetzt wird er wahrscheinlich noch. Oh, Drown hat er noch, das ist schlecht. Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab. Da sollten wir jetzt tunlichst jumpen. Und dann End of Turn mal noch ein Ei legen. Jo, mit dem Draw gewinnen wir das nicht. Da hätte ein bisschen mehr kommen müssen als der siebte Forest. Jetzt kann er End of Turn die Guns bouncen und mit dem wieder durchrennen. Ja, das ist ein Value, den wir nicht aufholen können. Ja, aber ich glaube, man hat die Ahnung bestätigt gesehen. Man kann das Rogue Deck absolut schlagen. Man sollte halt nicht sieben Forests ziehen. Aber ansonsten ist es durchaus ein Matchup, was man auch gewinnen kann. Aber nicht muss. Das Rogue Deck ist auf jeden Fall stark. Kann gut interagieren. Aber man ist auf jeden Fall nicht komplett wehrlos. So, eins machen wir noch. Also auf jeden Fall ein Keep. Hat eine ganz schön hohe Startgunsquote heute. Und in diesen Rängen scheinen Rogues nahezu überall zu sein. Die mächtige, mächtige blockende Gans. Das war ein sehr starker Start vom Gegner. Wir haben so ziemlich gar keine Interaktionsmöglichkeiten. Schon 6 Karten im Grave. Sobald er angreift, hat er 8 Karten im Grave. Das heißt, das Ding ist dann riesengroß mit Death Touch. Was wir tun können, was auch ganz gut ist,
ist eine große Stone Cold Serpent legen, die ist immerhin ein guter Blocker gegen den Thief. Außerdem ist sie immun gegen John in the Loch. Sie ist nicht immun freilich gegen Heartless Act oder sowas. Zumindest nicht, solange sie 3-3 ist. Warum er da angreift, verstehe ich nicht ganz. Das hat er wohl übersehen, dass die Schlange auch Reach hat. Wir legen mal eine weitere Gans und dann mit dem Mana, was wir zur Verfügung haben, ein Yorvo spielen. Gehen jetzt erstmal checken und gucken mal, ob ihm das ein Trade wert ist. Das ist nämlich auch so ein Problem. Ähnlich wie das Problem bei dem Rakdos-Deck, wenn die halt mal Death Touch haben. Da sind die natürlich exzellent in der Lage, gegen alles zu traden. Und solche Setups, wie wir eben im Mono Green Mirror hingekriegt haben, warten, bis irgendwer riesengroß mit Trample ist, funktioniert leider nicht so gut. Sollen wir die Umkehrfrage stellen, wollen wir da blocken oder sind wir zuversichtlich, dass wir mehr Schaden zurückschieben? Ich glaube, wir sollten versuchen, mehr Schaden zurückzuschieben. Wenn es nicht klappt, war es zumindest witzig. So, der triggert, wenn das. Also spielen wir jetzt mal den hier für 2. Nee, warte mal. Das ist nicht richtig. Müssen den für 1 spielen und dann den Preserver reinflashen. Falls der nächsten Turn noch lebt. Kriegen wir aus der Guse noch mehr Value. Und an dieser Stelle greift auf jeden Fall Yorvo an. Stone Coil könnte er nicht mal blocken. Könnten wir aber gut gegenblocken. Ich glaube, ich möchte den Schaden da reinschieben. Remove up to 3 counters from target creature. Gut, dass wir damit angegriffen haben. Das wäre sonst jetzt sehr traurig, wenn sie als designierter Blocker so ein herzloses Ende gefunden hätte. Dann schauen wir mal, ob der hier resolved. Das tut er. Ich glaube, ich kann die nicht alle durchlassen. Ich block mal ein und gehe auf 7. Und habe dann eigentlich ganz gute Backswing-Optionen. Wilde Triggerparty. Ziehen wir mal voll durch hier. Dann haben wir einfach genug Damage on board, dass man mit einem Blocker da nicht mehr durchkommt. Jo. Alles klar, das soll es erstmal gewesen sein für das kleine grüne plus 1 bis 1 Counterparty Deck. Ja, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich damit. Also an dieser Stelle nochmal wärmste Empfehlung. Dieses Deck macht Riesenspaß für gerade für die niedlichen, niedrigen Arena-Ränge. Hat gegen die beiden großen Decks im Meta, Omnath und Rogues, durchaus reelle Chancen, verliert aber gegen viele Decks, die mehr Removal und mehr Interaktion mit dem Board haben. Ist auf jeden Fall
ein sehr cooles Grundgerüst, worauf sich aufzubauen lohnt. Der Hauptunterschied zu dem etablierten NetDeck Monogreen Aggro ist, glaube ich, dass man sowas wie Wildwood Scourge spielt, was einfach die +1/+1-Counter-Interaktion maximiert. Das Deck profitiert sehr, sehr stark von den Mutate-Kreaturen, die einfach zusammen mit den Plus-Countern sehr schnell in die Höhe wachsen. Was das Deck hier anders macht als die grünen Netlisten, die ich kenne, ist, es spielt Goose statt Lotus Cobra, weil von 1 auf 3 rampen finde ich wesentlich wichtiger als von 2 in gegnerischen Schock reinzurampen. Und die Goose ist auf jeden Fall auch ein sehr attraktives Mutate-Target, haben wir heute mehrmals gesehen. Turn 1 Goose, Turn 2 Greathorn auf die Goose, dass sie das Ei dann in ein Forest verwandelt und so die Mana-Ramp verfestigt. Das läuft auf jeden Fall alles ganz sweet. Ich glaube nicht, dass das Deck zu höchsten Aufgaben berufen ist. Ich würde es momentan so Tier 2 ansehen. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall, wenn einem dieser Spielstil liegt, auf jeden Fall eine Empfehlung, damit rumzudödeln. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal im Standard, im Draft oder sonst wo. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr Blutzoll-Feuerball geschaut habt. Schaut auch bei diesen Twitch-Kanälen vorbei, um unsere Community weiter zu supporten. Dort gibt es Magic, Dark Souls, Speedruns und andere feine Dinge. Lasst mir gerne auch ein Abo oder ein Like hier. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank und bis dann.